Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu einer wirklich besonderen Vorstellung. Seit vergangenem November beschäftigen wir uns mit Ernst Lubitsch, dem großen, nicht nur Komödienregisseur, ja, einem der ganz großen Stumm- wie Tonfilmregisseure. Und es ist eine wahnsinnige Freude, dass im Rahmen dieser Vorstellung, die alle zwei Wochen stattfinden, wo wir Referenten aus aller Welt immer wieder zu uns einladen, die uns mehr über diese Filme erzählen, wo wir dann ausführlich diskutieren, dass wir jetzt heute noch einen Film ganz anders, ganz neu als eine Art Weltpremiere erleben dürfen. Denn Das Fidele Gefängnis, 1917 entstanden, ein Jahr, in dem Lubitsch als Nicht-Kriegsteilnehmer 5 Filme dreht. Danach ist er noch fleißiger. 1918 sind es, glaube ich, 8 und 1919 sind es 9 Filme. Er ist einer, der sehr, sehr viel macht. Das Fidele Gefängnis ist ein Film, der exemplarisch für diese Zeit steht, der ganz besonders ist und der, das wissen Sie wahrscheinlich aufgrund unserer Ankündigung, in Schwarz-Weiß ausschließlich überliefert war. Und es ist der Arbeit unserer Restauratoren bei uns im Deutschen Filmarchiv zu verdanken, Megumi Hayakawa und Tobias Schönrock, dass dieser Film jetzt wieder, so wie es eigentlich geplant war, in Farbe uns gleich von der Leinwand zuscheinen wird. Wir sehen es gelb statt grau, auch das Gefängnis war bunt. Wir freuen uns, dass ihr auch einen Vortrag gleich dazu uns haltet, ein bisschen Einblicke gebt, auch wie ihr gearbeitet habt. Das wird sicher ganz spannend. Ausgewählt habt ihr auch einen Vorfilm, das ist ein Tonbild, darüber werdet ihr auch noch ein bisschen reden, nur dass Sie es wissen, das ist dann tatsächlich noch quasi an sich vertont. Das wurde früher via Grammophon eingespielt aus dem Jahr 1909, die Fledermaus. Und das passt ganz gut, weil das eben auch das Operettenthema hat. Und Operette, da bin ich auch bei der nächsten Ankündigung. Jefferson Ulbrich wird uns heute die Musikbegleitung live am Flügel geben. Ja, einmal einen Applaus, schön, dass du da bist. Sein zweites Mal jetzt bei uns hier im Filmmuseum. Es ist eine große Freude, dass wir dich gewinnen konnten. Vielleicht haben Sie ihn erlebt, als Sie vor 2 Wochen hier waren. Ich möchte kein Mann sein, hat er in seiner Figur als Drag Queen Jerusa Miller hier begleitet. Auch das macht er ganz großartig. Über ihn, er ist in Brasilien geboren, ist dann nach Deutschland gekommen, hat aber in Brasilien auch schon gewirkt als Musiker, hat dort, wie er mir verraten hat, Operetten auch schon begleitet. Das finde ich besonders spannend, ausgerechnet das in Brasilien und nicht in Deutschland. Wir werden das heute wieder sehen, wieder hören wahrscheinlich, ein bisschen greifst du das ja auf. Und ja, er ist klassischer Konzertmusiker, Konzertpianist, gibt Klavierunterricht hier und ja, wir freuen uns sehr, dann das nachher beim Fidelen Gefängnis zu hören. Tatsächlich gibt es keine bisherige Tonaufzeichnung musikalisch zu diesem Film, deswegen werden wir auch heute, diese Musik, die Sie hören, die wird dann tatsächlich auch weiterverwendet werden, wir zeichnen die direkt auf. So, mehr Werbung möchte ich jetzt gar nicht machen für den heutigen Abend, außer dass Sie noch auf jeden Fall dran denken sollten. Am 20. zeigen wir dann noch Meyer aus Berlin als letzten aus dieser Reihe aus dem Jahr 1919, wo dann Lubitsch auch noch selbst mitspielt, wo es auch noch mal einen Vortrag vorher gibt. Das ist dann der krönende Abschluss unserer Lubitsch-Reihe. So, und jetzt widmen wir uns dieser grandiosen Arbeit, die unsere Restauratoren getätigt haben. Bitte begrüßen Sie Megumi Hayakawa und Tobias Schönrock. Vielen Dank für die Einführung, lieber Urs. Bevor wir Ihnen jetzt nun quasi die Grundlagen unserer Restaurierung erklären, die hier vorliegt, möchten wir noch ein paar Worte zur Produktionsgeschichte und zur zeitgenössischen Aufführung des Films Das Fidele Gefängnis sagen. Das Fidele Gefängnis wurde 1917 als Dreiakter von der Projektions AG Union, kurz PAGU, produziert. Die PAGU war damals die Filmproduktionsfirma des Union-Konzerns. Das war damals eine der wichtigsten Filmgesellschaften des Deutschen Reichs, des Deutschen Kaiserreichs. Gedreht wurde der Film in den Union-Ateliers in Berlin-Tempelhof. Seine Uraufführung erhielt er am 30.11.1917 in Berlin
Und 2 Jahre später wurde er von der UFA, zu der die Union nun mittlerweile gehörte, Anfang November 1919 auch in Berlin nochmal wieder aufgeführt. Das Drehbuch entstand in sehr freier Anlehnung an die Operette Die Fledermaus, zugegeben in einer leicht entschärften Bearbeitung und wie Urs Spöri gerade treffend sagte, zeigen wir dazu thematisch passend dann auch als Vorfilm das Tonbild Die Fledermaus von 1909. In Lubitschs Fledermausbearbeitung heißt die Hauptfigur, die ursprünglich Gabriel von Eisenstein in der Operette hieß, hier nun Alex von Reitzenstein und wird gespielt von Harry Liedtke, der in der Stummfilmzeit der 1920er wohl einer der größten Stars war, 1917, aber eher ein aufsteigender Schauspieler, der noch nicht die Bekanntheit besaß, dass man mit seinen Namen wirklich werben könnte. Diese Werbekraft wurde ihm erst 1918 und 1919 durch den Riesenerfolg der beiden Lubitsch-Filme Die Augen der Mumie Ma und Madame du Barry zuteil. Jedenfalls bewarb die Pago den Film nicht mit seinen Namen in Werbeanzeigen und in Branchenmeldungen wurde eher mit dem Namen des Regisseurs geworben, beziehungsweise mit der Ausstattung des Films, die Ausstattung des Films betont. Der Film wird nicht als Star-Vehikel beworben, sondern als Ensemble-Film mit lustigen Typenfiguren aus einer bewährten Serie von Lustspielen vom Team Lubitsch und Hans Greli. Dies führt, wie Sie sehen, auch diese Anzeige von Januar 1918 auf hier rechts. Kitty de Waal gibt Alex' Ehefrau Alice. In mehreren Filmführern und Katalogen wird auch Ossi Oswalde als Darstellerin benannt. Dafür gibt es allerdings keine Belege. Jedenfalls sind sie in den verbreiteten Fassungen und auch in der restaurierten Fassung ist sie nicht auffindbar. Das kann möglicherweise eine Verwechslung sein, da Ossi Oswalde 1917 auch für die Pago tätig war. Sie war damals ein großer Star und ab November 1917, also im Veröffentlichungszeitraum von Das Fidele Gefängnis, wurde eine auf sie zugeschnittene vierteilige Lustspielserie rausgebracht, die hier links beworben wird. Und wie Sie sehen, wird Das Fidele Gefängnis, gehört Das Fidele Gefängnis dazu anscheinend nicht dazu, jedenfalls nach dieser Werbung. In weiteren Rollen spielen Emil Jannings und Erich Schönecker mit. Jannings wurde wie Liedtke erst durch Die Augen der Mumie Ma und Madame du Barry zum Star. Davor trug er, wie er sich in seinen Memoiren ausdrückte, zur Unterhaltung in Ossi Oswalder-Filmen bei. Schönfelder arbeitete unter anderem an einigen Drehbüchern für Lubitsch, bevor er 1920 als Regisseur von Komödien, hauptsächlich mit Ossi Oswalder, einige Kassenhits zustande brachte. Nebenbei ist noch zu erwähnen, dass man aufgrund von Informationen aus der zeitgenössischen Fachpresse und durch Informationen über Zensururteile annehmen muss, dass der Film bei seiner Wiederaufführung 1919 um etwa 50 Meter länger war als bei seiner Uraufführung 1917, was damit wohl zusammenhängt, dass die Filmzensur während des Ersten Weltkriegs ungleich strenger war als in den Jahren danach. Bezeugt sind Filmvorführungen in Österreich außerdem noch und im europäischen Ausland wurde er wohl auch noch in Schweden gespielt. Jedenfalls liegt das eine Zensurkarte der schwedischen Zensurbehörde von 1918 nahe. Aus der eher halbherzigen Bewerbung des Films
zu damaliger Zeit seitens der Union und den eher schwachen Interesse der zeitgenössischen Branchenpresse könnte man schließen, dass der Film jetzt damals nicht das Prestigeprojekt der Union dargestellt haben dürfte, sondern eine Episode einer Reihe von Lustspielen, die die Union damals veröffentlichte. Der Film galt bis etwa in die 1970er Jahre als verschollen und bekannt ist die Restaurierung des Filmmuseums Münchens Mitte der 1970er Jahre unter Enno Patalas. Und diese Restaurierung wurde in einer großen Lubitsch-Retrospektive erstmals im September 1977 wieder aufgeführt, in einer schwarz-weißen Acetatkopie mit nachproduzierten Zwischentiteln und Inserts. 2007 wurde dem Filmarchiv des Deutschen Filminstituts diese Nitro-Positivkopie des Films geschenkt. Die Kopie war auf dem ersten Blick nur fragmentarisch erhalten. Der zweite Akt fehlt komplett. Und im ersten und dritten Akt sind die Anfänge inkomplett. Dennoch handelt es sich dabei um einen Glücksfund, denn mehrere Charakteristika der Kopie sprechen dafür, dass es sich um eine zeitgenössische Aufführungskopie handeln könnte, was das damit einzig bekannte überlieferte Exemplar seiner Art wäre. Das Trägermaterial der Kopie ist Nitrofilm. In Westeuropa und in den USA wurden Spielfilme, die für kommerzielle öffentliche Kinoaufführungen vorgesehen waren, auf 35 mm Nitrofilm hergestellt. Ab ca. 1950 ging man in Produktion und Distribution auf Acetatfilm über, da Nitrofilm stark feuergefährlich und explosionsartig brennt. Das Nitromaterial ist viragiert, und zwar in unterschiedlichen Farben. Über die Funktionsweise der Viragierung und über den Zustand der Farben in Nitro wird dann später noch meine Kollegin ein paar Worte verlieren. Aber diese Praxis, Filme sequenzweise in unterschiedlichen Farben zu viragieren, wurde nur bis Mitte der 1920er Jahre in Deutschland praktiziert. Die Kopie enthält zudem deutschsprachige Zwischentitel mit dem damaligen Logo der Union, die bis Ende 1920 als Markenname zumindest existent war. In der Befundung der Kopie waren außerdem der gute Kontrast und die Schärfe der Bilder auffällig. Das Material zeigt wenige Nutzungsspuren wie Schramm oder Laufstreifen. Allerdings führte ein Wasserschaden, den Sie hier in diesen Beispielen sehen, immer wieder dazu, dass sich Bestandteile der Emulsion lösten, was zu Bildverlusten führte. Anfang und Ende der Filmrollen waren ausgetrocknet und kräuselten sich. Das Material war stellenweise brüchig, weshalb wir es nur am Umroller sichteten. Was wir aber nun hatten, war eine Quelle, die uns viele zusätzliche Informationen über die originale Ausgangsqualität des Films zu Zeiten seiner damaligen Veröffentlichung lieferte. Informationen zur farblichen Gestaltung, die zuvor als verloren galten, und die ursprünglichen Zwischentitel. Ferner sind die Bilder durch die guten Kontraste und ihre Schärfe auch detailreicher als die Bilder der Acetatkopien, die im Umlauf sind. Dies lieferte uns den Ansporn, eine neue, restaurierte, aufführbare Fassung des Films zu erstellen. Das Nitro wurde 2013 dann im Rahmen des EU-geförderten Projekts EFG 1914 in 2K digitalisiert. Damals wurde bereits sehr viel Recherchearbeit vom Filmarchiv des Deutschen Filminstituts für eine Restaurierung geleistet, aber die endgültige Restaurierung wurde dann auf Eis gelegt und Ende 2016 wurde dieses Vorhaben noch einmal aufgenommen. Als Inhouse-Projekt mit dem Filmarchiv des Deutschen Filminstituts vorhandenen technischen Ressourcen
erfolgte eine Digitalisierung des Films, digitale Restaurierung des Films. Und dies sollte uns auch als Experiment zeigen, was denn im Haus technisch möglich ist. Ergänzt wurden fehlende Bestandteile des Nitro-Fragments durch eine schwarz-weiße Acetatkopie aus dem Bundesarchiv Filmarchiv. Sie stammt aus dem Bestand des staatlichen Filmarchivs der DDR. Woher allerdings das Ausgangsmaterial dieser Kopie stammt, ist nicht belegbar. Vermutlich kam sie aus dem staatlichen russischen Filmarchiv. Da die Kopie nicht die ursprünglichen deutschen Zwischentitel und Inserts, sondern nachproduzierte enthält, liegt die Vermutung nahe, dass in der für die Umkopierung zur Verfügung stehenden Kopie anderssprachige Zwischentitel drin gewesen sein müssen. Die Bildkontraste der Kopie sind häufig so überhöht, dass Details in den dunklen und hellen Bereichen schwer sichtbar sind. Unschärfen gibt es immer wieder nach Klebestellen und unterschiedliche Grade von einkopierten Schäden aus dem zugrunde liegenden Negativ sind sichtbar. Mehrere Umkopierungsvorgänge sind ebenfalls ersichtlich. Es finden sich auch Kopierungsfehler, wie zum Beispiel eine einkopierte doppelte Frameline im oberen Rand des Bildes, wie hier zu sehen. Diese Kopie unterscheidet sich nur minimal von der Kopie der Münchner Fassung, die lediglich über zwei zusätzliche Zwischentitel und über Akttitel verfügt. Qualitativ unterscheiden sich diese beiden nicht. Leider liegen keine Informationen vor, aus welchen Quellmaterialien denn die Restaurierung des Münchner Filmmuseums stammt. Und es liegen auch keine Informationen darüber vor, wie denn die Restaurierung erfolgte. Dokumente über die ursprünglichen Zwischentitel sind außerdem auch nicht auffindbar. Zusammenfassend ist unser Nitro-Fragment damit die verlässlichste Quelle für die Restaurierung. Die Acetatkopie aus dem Bundesarchiv stellt eine ergänzende Quelle dar und weitere Materialien sind entweder nicht mehr auffindbar oder fügen unserer Kopie nicht mehr zusätzliche Informationen hinzu. Im Vergleich des Nitro-Fragments mit den entsprechenden Sequenzen in der Sicherungskopie stellten wir fest, dass der überlieferte Bildinhalt weitgehend identisch ist. Natürlich bis auf die Farbe. Die Inserts sind ebenfalls vollkommen unterschiedlich und es fehlen 7 Zwischentitel in der Acetatkopie. Manchmal unterscheiden sich die Texte der Zwischentitel in Orthographie und Interpunktion. Einige Einstellungen, jedoch nicht handlungstragende, kommen zu denen in der Acetatkopie im Vergleich zum Nitro nicht vor. Es gibt ebenso manchmal Einstellungen, die im Nitro oder in der Acetatkopie unwesentlich länger, das heißt lediglich um Einzelbilder länger sind als in der anderen Kopie. Dies wird auch in den folgenden Videovergleich zweier Rohscans von Sequenzen aus der Acetatkopie und dem Nitro deutlich. Sowohl die Acetatkopie als auch das Nitro weisen Klebestellen auf. Bei beiden fehlen einzelne Bilder. Allerdings werden Sie Details im Nitro sehr viel mehr erkennen durch die höhere Schärfe. Die flauen Kontraste im Video des Rohscans der Nitro-Kopie sind dadurch erklärbar, dass beim üblichen digitalen Scan es zu Informationsverlust kommt, der dann in der digitalen Restaurierung quasi wieder repariert werden muss. Im Material sind die Kontraste allerdings höher. Über die Schritte der Digitalisierung und die Details wird dann meine Kollegin später mehr sagen. Aber jetzt bitte ich darum, das Video abzuspielen.
Beide Kopien wurden, wie erwähnt, 2013 digitalisiert. Wir haben den Schnitt digital mit den Rohscans dann durchgeführt. Und dies erfolgte glücklicherweise ohne großen Aufwand. Wir sprachen dem Nitro generell aus den zuvor erörterten Gründen die höhere Authentizität zu. Fehlende Teile wurden aus der Acetatkopie ergänzt. Das heißt, wie wir das hier sehen können, wurde das farbige Nitro-Material des ersten und zweiten Akts vollständig übernommen. Anfänge wurden aus der Acetatkopie ergänzt und der zweite Akt wurde komplett von der Acetatkopie übernommen. Damit folgte dann der ungleich aufwendigere Schritt der Farbanalyse des Nitro-Materials und der Farbrestaurierung, über die sie jetzt meine Kollegin informieren wird. Jetzt wird diese Präsentation auch richtig bunt und farbig. Das wieder Gefängnis wurde zumindest im ersten und dritten Akt ausschließlich durch Tinting, Virage, gefärbt. Tinting oder auf Deutsch Virage ist eine während der Stummfilmzeit ungefähr von 1910 bis 30 ein weit verbreitetes Farbverfahren. Die Gelatinenschicht des Filmmaterials wurde durch Farbstoffe eingefärbt, indem man es direkt in der Flüssigkeit mit organischen Farbstoffen baden lässt, sodass einzelne Filmszenen der Filmkopie bis zu Filmlädern gleichermaßen eine bestimmte Farbe tragen. Tinting kann man deshalb daran gut erkennen, dass die transparenten Bereiche des Bildes die Farbe zu sehen sind. Hier sieht man dann Blau und komplett bis zum Filmrändern. Und anders als Natural Color Motion Pictures, wo in der Kameraaufzeichnung die natürliche Licht- und Farbwirkung gemäß menschlichem Auge mehr oder weniger genau abgebildet und auf der Leinwand anschließend wiedergegeben werden kann, wurde diese Applied Color nachträglich aufgetragen. Die Kameraaufzeichnung erfolgt nur Helligkeitsabstufungen in Graustufen und das davon kopierte Schwarz-Weiß-Kopie positive Bild wird getintet, also eingefärbt. Diese Einfärbetechnik wurde oft auch zur emotionellen Unterstützung der Bildwirkung genutzt oder Verdeutlichung der dramaturgischen Gliederung von Zeit und Raum verwendet. Allgemeine Traditionen zum Farbschema haben sich im Verlauf der Stummfilmzeit entwickelt, welche Farbe man für bestimmte Szenen verwendet. Und häufige Farbverwendungen waren zum Beispiel Nachtaufnahmen blau, Naturaufnahmen grün, Innenräume gelb, orange oder sanftes rot. Vor allem wurde innerhalb ihren Films wurde mehr oder weniger ein logisches Farbschema entwickelt, das über die Szenen hinweg üblicherweise konsequent eingehalten wurde. Bei Tinting wurde Farbzuweisung oft für Labor direkt auf dem Negativmaterial reingeschrieben, mit welcher Farbe Filmlöchchen eingefärbt werden sollten. Aber auch wenn dort zum Beispiel blau vermerkt ist, kann man heute nicht genau bestimmen, was für ein Blau hier handelt ist. Und nur bei den großen Produktionen für bestimmte Jahre existieren noch Farbkataloge, die man genauer Zielfarbe definieren kann. Jetzt blau 05, das ist dann genau diese Farbe im Katalog, da kann man so referenzieren. Im Fall von Fidel Gefängnis war leider kein Material mit Hinweis auf Farben vorhanden. Daher war es eine unserer ersten Aufgaben, es herauszufinden, nach welchem Schema die Farbe eingesetzt wurde. Das ist ein Farbanteil von Fidel Gefängnis. Man sieht schon, dass der Film sehr bunt ist. In diesem Film kann man also ganz grob gesagt 6 Farben erkennen. Die Farbe Orange wurde als sozusagen Basisfarbe am häufigsten verwendet.
Und die Szenen in inneren Räumen werden dann meistens in Orange gefärbt. Und es war auch eine gängige Farbauswahl in der zeitgenössischen Filmproduktion. Dann folgt Gelb mit 3 Szenen plus Inserts. Grün und Blau, die beiden wurden für 2 Szenen verwendet, aber da jeder Zwischentitel in Grün erscheint, ist Grün eigentlich die Farbe, die am häufigsten vorkommt. Und Zwischentiteltafel in Grün war auch in der damaligen deutschen Filmproduktion sehr gängig. Lila und Pink wurden jeweils nur für eine Szene verwendet. Genau, und ja, dann jetzt möchte ich mit dem Foto des einzelnen Frames von Nitron Positiv noch genauer diese Farbanwendung im Film beschreiben. Genau, wie ich von vorhin erwähnt habe, sind alle Zwischentiteltafeln im Mossgrün gefärbt. Und alle Inserts, Schriftstücke, Briefe, Haftbefehle, Rechnungen wurden konsequent in Gelb eingefärbt. Auch so eine sehr intensive Gelb. Der jetzt sehr bunt. Also das Haus von adligen Paar Reitzenstein ist je nach dem Raum unterschiedlich gefärbt. Orange, Gelb, Götterspeisengrün, Türkis, Pink und Lila. Und man kann jetzt schon davon ausgehen, dass das Farbschema von diesem Film im Prinzip mit Räumlichkeit verbunden ist. Ausnahmefälle sind Korridor und Alices Schlafzimmer in Orange. Beide haben 2 Farben bekommen. Man sieht einmal so lustige Streitszenen von Ehepaar in Alices Schlafzimmer in Orange. Aber wenn Alice dagegen einmal am Abend ohne Ehemann allein im Schlafzimmer auftaucht, ist die Szene plötzlich in Pink gefärbt. Also Alice zieht sich um auf die Party zu gehen am Abend. So in diesem Kontext lässt sich spekulieren, dass die Farbe Pink dieser Szene eine Art so eine Intimität verleiht, während Orange eher mit Comic-Affinität hat. Bei Korridor ist das ein bisschen komplizierter. Man sieht Korridor hauptsächlich in Orange, aber er ist doch gelb eingefärbt, bevor einzelne Personen in Räume eintreten bzw. an Türen klopfen, die zu Räumen führen, die eigentlich Hauptorte der Szenen sind. Und wie der Titel schon andeutet, spielt die Geschichte teilweise auch im echten Gefängnis und nicht nur in der Gefangenschaft der Ehe. Für Gefängnis wurden 2 unterschiedliche Farben, Orange, Gelb, verwendet. Und jeweils ist die Farbe mit einem Raum verbunden. Orange ist für Eingangsbereich und Gelb ist für Gefängniszelle. Das Büro von Gefängnisdirektor bleibt ungefärbt, also in nüchternem Schwarz-Weiß. Das sieht ein bisschen gelblich aus, aber das liegt an schlechten Fotoqualität, leider. Und diese Szenen im Gefängnis hat wegen dieser Farbtrennung je nach der Räumlichkeit eine unterschiedliche Stimmung bekommen. Im Vergleich zur fröhlichen gelben Zelle, wo Gefangenen sich mit dem Kartenspiel amüsieren, erzeugt das farblose Büro von Gefängnisdirektor eher eine gewisse Anspannung oder sachliche öffentliche Objektivität. Das Hutladen, wo alles mit dem Bestechungsgeld von ihrem Ehemann Einkäufe macht, bleibt auch ungefärbt. Bei Außenaufnahme wurde entweder Orange oder Blau verwendet. Und Blau wurde in der zeitgenössischen Filmproduktion oft für eine Außenaufnahme oder zwar Nachtszene verwendet. Und dramaturgisch kann das auch in diesem Film bestätigt werden. Die Einstellungen, in denen die Charaktere zum Ball, also auf die Party fahren, sind in Blau gefärbt. Und Ball findet ja generell am Abend statt. Und bei ihrer Ankunft waren viele Gäste bereits in der Halle anwesend. Sie sind bestimmt nicht früh angekommen, sondern eher spät angekommen. Und später, also die Szenen von der Heimfahrt mit der Kutsche nach der Party sind auch in Blau. Also das Fest muss lange gegangen sein und alle haben die Nacht anscheinend durchgemacht.
Dagegen sehen wir Orange in den Szenen, wo die Ehefrau Alice von Reitzenstein in die Stadt geht, um einen neuen Hut zu kaufen. Geschäfte sind offen, das heißt, es ist tagsüber. So daraufhin gehen wir davon aus, dass dieser Unterschied Orange und Gelb an die Uhrzeit liegt. So, Orange für tagsüber, Blau für Morgenflühe und abends und nachts. Auf diese Weise kann man im großen Teil zwar annehmen, dass die Farbdramaturgie stark mit der Räumlichkeit und der Spielzeit im Film verbunden ist. Diese Theorie bleibt bis zum gewissen Grad aber eine Spekulation, weil es keine allgemeinen Farbvorschriften bezüglich der Farbdramaturgie gab. Und kein zeitgenössisches Dokument über die Produktion des Films ist vorhanden und nur eine einzige zeitgenössische Filmkopie kann als Beleg für Farben und Farbschema dienen. Aber schließlich haben wir das Farbschema aus der Nitro-Kopie übertragen auf die Einstellungen aus Schwarz-Weiß-Acetat-Kopie, die die fehlenden Teile des farbigen Nitro-Materials ersetzen mussten, um eine vollständige Fassung in Farbe zu restaurieren. Und hier sehen Sie Szenen, die im Nitro positiv wären. Für die meisten Einstellungen konnte jedoch nach dem vorgegebenen Farbschema relativ problemlos eine bestimmte Farbe festgelegt werden. Wenn wir davon ausgehen, dass der gleiche Raum im Film konsequent dieselbe Farbe bekommt, weil sie bereits mit einer bestimmten Farbe in Nitro positiv zu sehen waren. Für Kolidor haben wir uns für Orange entschieden, statt Gelb, weil nachfolgende Einstellungen im Kolidor, die im Nitro positiv bereits erhalten sind, auch in Orange vorkommen. Und für Außenaufnahme haben wir uns für Blau entschieden, statt Orange. In dieser Szene sieht man den betrunkenen Alex nach der Party und es soll entweder spät in der Nacht oder früh am Morgen sein. Und das ist der Anfang des dritten Aktes und alle nachfolgenden Außenszenen im Nitolo sind auch blau gehalten. Die große Herausforderung war jedoch, dass wir unsere Farbschema noch ausweiten mussten, um für die Einstellungen, die im Nitolo positiv gar nicht vorgekommenen Raum spielen, erneut eine Farbe festzulegen. Der zweite Akt spielt zum großen Teil am Abend in der Residenz während des großen Balls, was ausschließlich nur im zweiten Akt vorkommt. Es geht um folgende Räume: Eingangsbereich, ein Orchesterbox, Tanzhalle und Separé mit unterschiedlichen Charakteren. In welcher Farbe wurden diese Einstellungen ursprünglich gefärbt? Das war eine große Frage. Da unsere Färbung der Ballszenen im zweiten Akt nicht auf Referenzszenen in Nitromaterial oder schriftlichen Zeugnissen beruht, sind wir uns bewusst, dass sowohl unsere Entscheidung, diese Szenen trotzdem einzufärben, als auch die spezifische Wahl der Farben streitbar wurde. Wir betonen daher deutlich, dass diese restaurierte Fassung eine Interpretation, also unsere Interpretation ist. Aber das ist eine Interpretation, die jedoch, davon sind wir überzeugt, dem Aussehen einer zeitgenössischen Filmkopie näher kommt, als die fehlende Färbung der schwarz-weißen Acetatkopie. Unsere Entscheidung für die Färbung folgte Annahmen zur dramaturgischen Logik und Nachvollziehbarkeit des Films, zur Stimmung und Ästhetik der spezifischen Szenen und zur Integration der Szenen im Film, im Farbschema. Wir haben auch Kenntnisse über zeitgenössisch häufig anzutretende Farbdramaturgien und Einfärbungen anderer Produktionen der Pagu berücksichtigt. Diese Ballszenen sind der Höhepunkt des filmischen Handlungsverlaufs. Hier kommt das gesamte Geschehen des Films zum Höhepunkt und die Geschicke aller Charaktere verhacken sich ineinander. Zugleich bietet sie auch die größte Attraktion des Films. Prunkvolle Innenräume,
ein wildspielendes Orchester, ein Schneemann-Ballett, das seht ihr später, und viele geladene Gäste mit Masken in opulenten Kostümen, und sie werden immer ausgelassener. Die Regeln des Alltags und die Pflichten der Ehe sind hier auf Zeit außer Kraft gesetzt. Die Ballszenen stehen damit im starken Kontrast zu den üblichen Innenräumen-Szenen, zu den Szenen im Haus Reitzenstein und zum Gefängnis. Das muss auch in der Farbe wiedergespiegelt werden. Und die Flagge ist welche Farbe? Das Orange und Gelb der Wohnung und des Gefängnisses kann es nicht haben, ebenso wenig das Grün des Wintergartens. Und zwar findet der Ball am Abend statt, doch würde eine blaue Village nicht die gehobene Einstellung unterstreichen. Blau wurde nach unserem Farbschema für Außenaufnahme benutzt. Insbesondere kommt Blau später für die Szenen von Frühmorgen mit dem besoffenen Ehemann Alex. Rot wurde in der Stummfilmzeit zumeist als Kennzeichen einer eindeutigen Gefahr verwendet, zum Beispiel ein Feuer, eine Explosion. Dies wäre hier eher unpassend und ein wenig übertrieben. Dann bleiben nur Lila und Pink. Lila ist eine Farbe, die in villagierten Stummfilmen häufig für Festszenen verwendet wurde. Und eine Einfärbung wäre einleuchtend. Lila-Festszenen finden sich auch in Kopien des anderen Pagu-Films, Die Augen der Mumie Ma, 1918, ebenfalls von Lubitsch. Die lila gefärbte Salonszene die lila gefärbte Salonszene im Fiedern Gefängnis könnte als Referenz dienen. Und schließlich ist die gesellige und delikate Grundstimmung auch in der Salonszene wahrnehmbar. Und auch das Pink hat sein Argument. Insbesondere diese Palais-Szenen könnten aufgrund der Intimität und der Lichtbestimmung in dieser Farbe gehalten werden sein. Eine Referenz im Nitolo wäre die Szene, in der sich Alice in dem Schlafzimmer abends für die Party umzieht. Pink und rosa Töne finden sich auch in intimen Bordeaux-Szenen der Pagu-Produktion Sumulun 1920 und Die Augen der Mumie Ma von Lubitsch. Aufgrund der Länge der Ballszenen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Szene nicht auf eine Farbe beschränkt war. Auch die grobe räumliche Unterteilung im Ballsaal-Szenen, die in Totalen oder Halbtotalen mit vielen Statisten gefilmt wurden, und die intimen Sepalais-Szenen mit halbnahen Einstellungen und lediglich zwei Protagonisten. Herausgehoben dürfte die Sepalais-Szene der beiden Hauptprotagonisten sein. Das ist man jetzt rechts in das Bild. Alice von Reitzenstein gibt sich als Gräfin aus. Ihre Ehemann Alex macht diese angebliche Gräfin an, ohne zu erkennen, dass sie eigentlich seine eigene Frau ist. Die Szene ist dramaturgisch auch maßgeblich für das lustige Ende. Und auch das Vorkommen von gleich zwei Detailaufnahmen, einer Einstellungsgröße, die im Film sparsam und sonst kaum eingesetzt wurde, verweist formal auf ihre herausgehobene Bedeutung. Da wir uns auf die schon in Nitro vorhandenen Farbreferenzen beschränken wollten und keine weiteren Farbtöne hinzuerfinden wollten, die es im Film womöglich nie gegeben hätten und die unsere Konstruktion komplett ins Reich der Vermutungen geführt hätten, haben wir uns für eine zweifarbige Färbung entschieden. Aufgrund ihrer herausgehobenen Stellung und der Intimität wählten wir Pink für die Sepalais-Szene mit Alex und Alice. Die übrigen Ballszenen wurden lila eingefärbt. Und so, das hier ist unsere endgültige Einfärbungsplanung. Das ist ein Farbschema von Fede Gefängnis.
So, jetzt wissen wir, welche Szenen von Schwarz-Weiß-Material welche Farbe haben sollen. Nun sollen die Schwarz-Weiß-Szenen nur noch eingefärbt werden und das farbige Niedere-Positiv kann einfach so digitalisiert werden, weil sie schon so bunt ist. Aber nein, so war das leider nicht. Bei der digitalen Bearbeitung von farbigen Nitolo-Positiv selbst gab es schon viele Schwierigkeiten. Und das erste Problem war uneinheitliche Farbtöne in Film, also im Nitolo-Material. Unser Ausgangsmaterial Nitolo-Positiv hat überwiegend gut erhaltene Viragen. Aber es ist auch keine Überraschung, dass die Farben ca. 100 Jahre nach der Einfärbung nicht vollkommen dem ursprünglichen Farbton entsprechen. Uneinheitliche Farbtöne lassen sich zwar auch auf fehlende Präzision von zeitgenössischer Villagentechnik zurückführen. Und es war in der Praxis des Tintings technisch nicht selbstverständlich, dass eine Farbe innerhalb eines Films gleichmäßig erscheint. Tinting war ein manuelles Verfahren und je nach Labor oder Arbeitsverfahren des Mitarbeiters ergibt sich eine leicht abweichende Farbe. Hier sieht man zum Beispiel zwei Fotos von Filmstreifen. Es geht um gleiche Szene. Zwei Männer in Gefängniszelle, aber man sieht, dass das linke Material deutlich verblasst ist. Hier zum Beispiel könnte es so sein, dass das Material links damals ein bisschen kürzer im Tintenbad war als sonst und deshalb ein bisschen also blassen Farbton trägt oder ein häufiger Grund, weil diese Farbbad frisch war oder schon alt war. Und Unterschiede in Kontrast- und Helligkeitswerten verursachen auch leicht unterschiedliche Farbtöne, auch wenn das Material mit der gleichen Farbe eingefärbt wurde. Das Filmmaterial hat auch zum Teil einen gravierenden Wasserschaden erlitten. Und Filmbild und Farben sind teilweise beschädigt und stellenweise sind Farben auch im unterschiedlichen Grad verblasst. Da das Material auch für längere Zeit abgewickelt konserviert wurde in einer Rolle und auch in einer Dose und auch durch Wasserschaden wurde die Farbe oft von der festgeklebten anderen Teilen übertragen. So sieht man der linke Seite, dieses Material ist eigentlich komplett schwarz-weiß, aber man sieht trotzdem an filmblendende orange Farbe. Die sind von anderen orange gefärbten Materialien übertragen. Und wobei das Abfärben meistens nur an Filmländern erfolgte, wie Sie jetzt sehen, so man auf der Leinwand sowieso nicht wahrnehmen würde. So, und schließlich musste der Teil des farbigen Nitro-Positivs deshalb auch in digital nachbearbeitet werden, mit dem Ziel, die ursprüngliche Farbe wieder zu veranschaulichen. Hier ist noch ein Beispiel. Das ist ein Abbild von, das ist ein Foto von ein Screenshot von einer gescannten Datei. Aber da sieht man deutlicher, dass die Farbe nicht so gleichermaßen auftragend ist, sondern teilweise wiegt schon wie schwarz-weiß. Bei villagierten Filmen ist vollkommene Gleichmäßigkeit in der Farbe nicht versprochen, wie ich schon gesagt habe. Und diese leicht Abweichungen unter derselben Farbe kommen sehr oft vor. Und es war eigentlich schwer zu unterscheiden, welche der Ungleichmäßigkeiten alterungs- bzw. schadensbedingt sind und welche Farbschwankungen eine ursprüngliche Eigenschaft des Farbauftrags waren. Zudem sehr schwierig, eine genaue Übertragung bei Scanning und Nachbearbeitung ins Digitale zu erzielen, weil die Bilddichteverteilungen und außerdem die Dichteschwankungen von Szene zu Szene, aber auch von Frame zu Frame den Farbeindruck gerade auch im Digitalen dramatisch beeinflussen und verändern können. Daher war es unsere Lösung, die Farbe in der Wiedergabezielsetzung in Gruppen zusammenzufassen.
Und der Farbton, der in einer Farbe am dichtesten erscheint, wurde jeweils als ein Farbreferenz ausgewählt. So, zum Beispiel die Farbtöne von Orange weichen voneinander ab. Und manchmal wurde die Farbe dicker aufgetragen als sonst. Und Orange für Außenaufnahme tags hat auch ein wenig anderen Farbton als Orange für Innenräume. Aber diese Abweichungen wurde weiter so übernommen, weil eine intentionale Gestaltung hier nahe liegt, nämlich so eine unterschiedliche Lichtverhältnisse, Tageslicht von draußen gegen Kunstlicht von drinnen. Das zweite Problem wurde durch Scanning verursacht. Um einen Film digital zu restaurieren, muss das analoge Filmmaterial zuerst mit einem Filmscanner gescannt werden. Und anhand diesem RAW-Scan-File restauriert man einen Film. Aber durch Scanning können nicht alle Informationen auf dem Material vollkommen ins Digital übermittelt werden. Informationsverlust ist mit der häufigen Technik aber leider unvermeidlich. Ein Kontrast wird viel niedriger, um Zeichnungsverluste zu vermeiden. Dadurch wirkt das Filmbild eigentlich weniger scharf. Uneinheitlichkeit der Farbtöne im Material ist dadurch teilweise noch gravierender geworden. Durch Anhebung der Kontraste und Intensivierung der Farben bei der digitalen Nachbearbeitung wurde dies aber wieder auskollegiert, sodass es ursprüngliche Farbe in dem Nitrolo entsprechenden Kontrast bekommen kann. So, das hier sind Workflow unserer digitalen Farbrestaurierung. Also nochmal, unsere Farbreferenz war Farben auf dem Nitrolo-Positiv mit normiliertem Unterlicht. Und während digitalen Farbrestaurierung, diese tatsächlichen Bearbeitungen, wurde immer wieder das Look von Digitalbild auf dem Monitor mit dem Look von analogem Material verglichen. Und wobei muss ich noch sagen, dass es hier um Look von Material selbst geht und nicht um Look auf der Leinwand geht, weil wir keine Möglichkeiten haben oder hatten, das Nitro-Material mit dem zeitgenössischen Projektor, mit der authentischen damaligen Lichtquelle auf der Leinwand zu veranschaulichen und diese Farbe als Referenz zu nehmen. Deshalb haben wir das Look von Material selbst mit Unterlicht als Referenz genommen. Und dazu noch muss ich auch sagen, diese Farbwahrnehmung auch generell sehr subjektiv ist, weil jeder hat ein anderes Auge. Und die Farbe, die wir wiedergegeben haben, konnten wir einfach mit Ziffer und Nummer einfach so objektiv irgendwie definieren. Aber die Farbe, die wir als Referenz haben wollten, konnten wir nicht mit unseren Techniken irgendwie so objektiv bezeichnen und vermitteln. Deshalb, es war wirklich so eine aufwendige manuelle Arbeit. Wir schauen so ein Material und dann schauen wir Monitor und einfach so vergleichen, ob die Farbe mehr oder weniger identisch sind. Und deshalb haben wir auch so eine, auch bei der Kommunikation war auch schwierig, ob der Klön, was für ein Klön war, also Götterspeisenklön oder einfach so also intensive Fanta Orange oder so. Und haben wir versucht, irgendwie dann gleiche und lande gleich in so eine Bezeichnung oder gleich ein Verständnis haben zu können. Genau. Und die Einstellungen wurden, wie gesagt, anhand des Referenzmaterials von Frame zu Frame entweder eine angemessene farbige Maske aufgesetzt oder deren Farbton zum richtigen kollegiert. Hier zum Beispiel nach dem Scanning konnte man die ursprüngliche Farbe nicht mehr so ausholen. Deshalb haben wir uns entschieden, diese Sequenz nochmal neu einzufärben. Und die Einstellungen, bei denen die ursprüngliche Farbe des Nitrolos nach Scanning noch gelettet werden konnte,
wurden digital möglichst wenig bearbeitet. Das heißt, Kontrast und Helligkeit und Sättigung wurde gelegt, statt erneut in digital eine neue Farbe zu geben. Und nochmal zurück, dieses Projekt war keine vollumfängliche Restaurierung, sondern nur eine Farbrestaurierung, sag ich mal. Bildverlust durch Wasserschaden und Zersetzung und Beschädigungen wie Kratzer und Gris wurden deshalb nicht besonders bearbeitet. Und ja, hier ist dann Workflow nochmal. Die beiden Materialien wurden gescannt und digital zusammengeschnitten. Und danach so ein Helligkeit und Kontrast wurden gelagert. Und je nach dem Zustand der Farbe wurde entweder neu angefärbt oder dessen Farbton wurde geändert oder Farbsättigung erhöht. Und danach wurden die beiden Filmränder weggeschnitten. Und so ist unsere restaurierte farbige Fassung entstanden. Gut, dann jetzt möchte ich Ihnen zeigen unser Beispielsvideo. Zwar Vergleich zwischen vorher und nachher. Und zuerst von Acetatkopie zum restaurierte Fassung und danach unsere Nitolo-Kopie zur unsere restaurierte Fassung. Ich bitte um Video zu spielen. Es kommt noch. Noch nicht fertig, sorry. Das ist die Ballszene im zweiten Akt. Wurde in lila gefärbt. Von Alice und Alex. Wurde in pink eingefärbt. Pink sieht ein bisschen so intensiv aus, aber der Filmmaterial hatte wirklich so eine klasse, so eine intensive Pink. Hier von diese Nitolo-Positiv hatte leider nach dem Scanning nicht mehr so richtig Farbe. Wurde in Orange gefärbt. Wie es sein sollte eigentlich. So, abschließend muss ich noch sagen, dass eine Restaurierung eigentlich nie eine abgeschlossene Arbeit ist, sondern langfristig gesehen eine offene Arbeit ist. Und ethische Fragen sollen auch immer wieder gestellt werden. Aber wir glauben, dieses farbige, fidele Gefängnis, was wir gleich sehen, kann dem heutigen Zuschauer, Ihnen, eine gute Gelegenheit anbieten kann, wie farbig der Film einst ausgesehen haben, und zwar vor 100 Jahren. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und schönen Abend. Bevor wir den Film zeigen, noch zwei Sachen. Es gibt zwei Inserts im Film, die in Schreibschrift gehalten wurden, die vermutlich das hiesige Publikum nicht lesen kann. Wir konnten es jedenfalls auf den ersten Blick jetzt nicht gleich lesen. Die wurden aus Kostengründen nicht untertitelt, aber die würde ich Ihnen einfach mal schnell vorlesen, was da drin steht. Das erste ist ein Brief, den die Hausangestellte der Reizensteins, die Mitzi im ersten Akt liest. Der Brief ist in Sütterlin geschrieben und es heißt darin: Liebe Schwester, der bekannte Fürst Zitoschrowski, nebenbei bemerkt ein wirklicher Kavalier und nicht etwa so Talmi,
gibt morgen ein großes Fest, wozu wir alle vom Ballett eingeladen sind. Komm doch auch hin. Zieh dir fein an, aber benimm dir auch danach. Wenn dir jemand küssen sollte, kiekse nicht so. Das ist unfein. Deine Schwester Martha. Und ein zweiter Insert zeigt einen Rechnungsbeleg von den Alex von Reitzenstein vor dem Gang auf den Ball sich kurz durchliest. Und da ist einfach nur sehr teure Kleidung aufgeführt. Ein Frackmantel, ein Cadubay, ein Rockanzug, eine Reithose und ein Ulster. Dann, das war es soweit vom Fidelen Gefängnis. Dann, wir zeigen, wie gesagt, den Vorfilm, als Vorfilm das Tonbild Die Fledermaus mit mir so spät. Es stammt aus dem Jahr 1909 und wurde 2015 vom Deutschen Filminstitut digitalisiert. Wie Urs Spürri bereits bemerkte, ist das Tonbild eine Bezeichnung im deutschsprachigen Raum für frühe Tonfilme aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, deren Tonspur dann auf Schellackplatte vorlag. Und dieses Tonbild verfilmt das Terzett mit mir so spät aus dem ersten Akt der Operette. Und in dieser Szene trifft der Gefängnisdirektor abends im Haushalt von der Rosalinde von Eisenstein ein, um ihren Gatten abzuholen. Dieser muss nämlich eine Haftstrafe absitzen im Gefängnis wegen Trunkenheit und wegen Beleidigung einer Amtsperson. Und doch der Gatte ist mal wieder nicht zu Hause. Er hat seiner Frau vorher vorgeflunkert, dass er selbstständig ins Gefängnis geht und die Haftstrafe antreten wollte und ist allerdings mit einem Freund auf den Ball gefahren. Und Rosalinde befindet sich aber nun in der delikaten Situation, dass sie gerade eigentlich ein Tête-à-Tête mit ihrem früheren Jugendfreund hat. Und nun nutzt sie aber die Stunde, um diesen als Ehemann auszugeben. Und die beiden versuchen das nun den Gefängnisdirektor weiß zu machen. Und diese Szene kommt dann auch im fidelen Gefängnis dann vor. Ja, soweit. Und dann viel Spaß mit dem Tonbild Die Fledermaus und mit dem Film Das fidele Gefängnis. Jefferson Ulbrich und das fidele Gefängnis. Ja, ich bitte dich, Jefferson, nach vorne und natürlich auch Megumi und Tobias, denn wir wollen noch uns ein klein wenig darüber unterhalten, was es jetzt damit auf sich hatte. Erstmal die erste Frage natürlich an euch beide. Nach all den Jahren, die ihr euch jetzt damit beschäftigt habt, wie war es jetzt, die Premiere, den Film zu sehen? Kommt ein bisschen mehr in die Mitte. Wie war es? Mit Publikum. Wir müssen noch dazu sagen, dass wir uns nicht jahrelang mit dem Film beschäftigt haben. Also 2013 war schon Hitomi Kamanaka dabei und hat da viel Recherchearbeit geleistet und wir haben uns dann Ende 2016 sind wir dann dazu gestoßen und Also ich fand das ziemlich toll, auch die Reaktion des Publikums und Ich habe schon am Computer so 100 Mal gesehen, aber trotzdem fand ich schön, dass ich nochmal auf der Leinwand sogar mit der Musikbegleitung sehen konnte. Danke. Ja. Ja, das kann ich nur weitergeben, Jefferson. Ist das für dich ein Unterschied? Du hast natürlich auch vorher schon gesehen, ja. Aber jetzt zum ersten Mal in Farbe. Mhm. Macht das einen Unterschied aus für dich in der Begleitung? Das macht von der Stimmung aus absolut einen Unterschied. Und auch die Geschwindigkeit, weil die ist jetzt auch anders, als ich zu Hause so mit der Musikbegleitung geübt habe. Auf jeden Fall, ich finde so, dass die Farbe, das ist so für die Stimmung und auch wie ich dann die Musik oder die passende Stimmung, musikalische Stimmung herausfinden möchte, das ist schon was Besonderes, ja, auf jeden Fall. Ich fand es auch klasse, wie du dieses
Thema, das man kennt von der Fledermaus, so am Ende auch noch in dieses typisch Stummfilmbegleitende übergehen hast lassen. Also das war schon so ein Konzept, was du dir ausgedacht hast. Richtig, ja, genau. Also ich wollte nicht nur bei der Fledermaus-Musik bleiben, sondern auch ein bisschen Moderne reinbringen und manchmal so einfach die Szene ein bisschen untermalen und nicht unbedingt so mit der Musik begleiten wie bei dem Ball, weil es sowieso dann, ich finde, dass diese Ballmusik dann wunderbar dazu passt. Ne? Ja, jede Musik verändert ja sowieso den Film nochmal. Das war ja auch früher schon so. Gibt es denn irgendwelche Auskünfte, wie es bei den ersten Aufführungen begleitet worden ist? Da hattet ihr so ein bisschen was zwar gefunden? Nein, nicht direkt. Also es gibt eine Kritik von 1919 aus der Zeitschrift Der Film, in der die begleitende Operettenmusik kritisiert wurde, aber sonst gibt es eigentlich keine Aussagen. Und es gibt ja Szenen, die sind jetzt immer noch schwarz-weiß. Also und da hat mich zum Beispiel die Hut, also dieses Hutgeschäft, wo man ja eigentlich erwarten würde, dass das ja das Bunteste fast sein muss. Hat euch das irritiert oder war das, also was glaubt ihr, warum Lubitsch das so gemacht hat? Weil das war ja anhand des Nitropositivs, was ihr gefunden habt. Also man muss ja dazu auch immer sagen, dass die Farbentscheidungen höchstwahrscheinlich nicht vom Regisseur selber kamen, sondern von dem Verleih der Union. Also ist das jetzt keine an sich künstlerische Entscheidung von Lubitsch wohl gewesen. Wir haben, ich glaube, du hast es auch kurz gesagt in deinem Vortrag, wir haben einfach da angenommen, dass das ein vollkommen neutraler Ort war, der jetzt nicht irgendwie eine Konnotation haben sollte vom Verleih her. Mehr können wir halt nur vermuten. Vielleicht haben sie auch keine passende Farbentscheidung irgendwie da finden können und haben das dann einfach so belassen in dem Schwarz-Weiß. Bevor Sie auch Fragen stellen können, Megumi, vielleicht kannst du noch was zur Geschwindigkeit sagen, was Jefferson ja gerade gesagt hat. Ihr habt die auch angepasst. Also soll das dann naturalistischer sein oder was war eure Herangehensweise? Es war jetzt 18 wieder pro Sekunde, 18 FPS. Ich glaube, das Video, das man in filmportal.de sehen kann, war 16 FPS. Also wir haben uns für 18 entschieden, weil wir einfach so 16 ein bisschen zu langsam fanden und 24 war deutlich schnell. So, es war unsere eigene Entscheidung dann 18 und auch Zeit, das sollte auch in der zeitgenössischen Filmproduktion sehr gängig sein. Ja. Wie fandst du die Geschwindigkeit? Also war das für dich? Ich fand es gut. Ich fand es gut. Also ich fand es viel besser als die Version, die ich mir angesehen habe. Ja. Super. Ja. Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen an die drei? Dann ist jetzt die Gelegenheit. Rufen Sie sie einfach nach vorne, wenn Sie möchten. Ja. Ich wiederhole es gerade. Hast du die Musik komponiert oder hast du Teile von früher mit eingebaut? Ich habe ein paar Teile von der Fledermaus-Operette von Strauss mit einbezogen. Und ja, ich habe auch teilweise über diese Themen improvisiert und meine eigenen musikalischen Ideen dabei gebracht. Kann man klatschen auf jeden Fall, war ganz toll. Und es ist ja auch, vielleicht wenn ich das noch zwischendrin fragen darf, sowieso gängig gewesen, dass improvisiert wurde, weil es gab ja keine festgeschriebene Melodie, die für den Film da war. Bestimmt, ich glaube, das waren, also ich kenne mich da nicht so gut aus, aber solange ich weiß, es gibt sehr wenige Stummfilme, wo die Musik original dafür komponiert wurde. Ne? Und das wurde auch nur bei Premieren dann oft gemacht in den normalen Landkinos. Und das waren eher Orchesterversionen als Klavierfassungen. Ne? Genau, da gab es dann immer einen Pianisten, der im Grunde jedes Mal eine neue Version dazu vertont hat. Deswegen ist das quasi nie so, dass es die Musik zu dem Stummfilm gab. Ich habe nur eine Frage, von wem sind die Texte? Von wem sind die Texte? Das ist die Frage an euch wahrscheinlich. Sie meinen die Zwischentitel? Die sind von Hans Krehli und wahrscheinlich und von Ernst Lubitsch. Jedenfalls ist
das haben die beiden das Drehbuch geschrieben. Also wir würden wohl annehmen, dass die auch die Texte geschrieben haben. Genau, weil das passt auch ganz gut, weil das haben wir durch diese Lubitsch-Beschäftigung in den letzten Monaten erlebt. Er ist ja einer der Ersten, die überhaupt erst Humor in den Zwischentiteln schon verpacken. Also wo andere sonst eher nur die Handlung erklären oder versuchen es voranzutreiben, ist er jemand, der ja Komödie dadurch entstehen lässt. War das auch euer Gefühl? Oder was? Ihr habt euch so intensiv damit beschäftigt. Macht er was anders als andere Stummfilmregisseure? Zwischentitel. Nicht erst überlegen, einfach sagen. Also die Zwischentitel sind schon witzig, also das muss man schon sagen. Ne? Mhm. Ja. Also, von den wenigen Filmen, die ich von Lubitsch mir angesehen habe, manchmal, ja. Das ist schon sehr humorvollen Unterton, auf jeden Fall. Einige Zwischentitel sind einfach so in meinem Kopf geblieben und immer wieder. Und da habe ich auch bei der Arbeit Spaß gehabt. Das glaube ich sofort. Da oben ist die nächste Frage. Ja, also die Anekdote zu Lubitsch und Billy Wilder. In dem Fall Hans Krähli, wisst ihr was darüber? Weil er ist ja, glaube ich, auch mit in die USA mit ihm gegangen, hat am Anfang ja auch gearbeitet. Wisst ihr mehr über ihn, Hans Krähli? Genau, er ist 1922 auch mit ihm zusammen in die USA gegangen und in der Stummfilmzeit war er eigentlich so... hat er eigentlich in fast jeder Lubitsch-Produktion zusammengearbeitet, bis es dann 1929 in einem Streit dann zum Bruch gekommen ist. Ja, genau. Und zum Tonfilm auch. Genau, zum Tonfilm. Ja. Was ich auch klasse finde, ist Emil Jannings. Man sieht da schon, dass der natürlich ein ganz besonderer ist, der Gefängniswärter. Mhm. Also der bekommt ja auch ganz andere Großaufnahmen oder macht auch mehr draus, als es die anderen tun. Ist das was, also dass so ein Charakter, so ein Typ, dass man da noch inspirierter ist, als jetzt vielleicht bei den klassischen Nebenfiguren, die diese Mimik nicht haben? Ja, würde ich sagen schon. Also nur die Tatsache, dass er immer betrunken ist, das schwierig. Ja, genau. Ja, das war auf jeden Fall eine Inspiration. Also der ist mein Lieblingscharakter von dem Film sowieso. Super. Ja. Was mich auch noch interessieren würde, das ist ja wirklich 1917. Ende des Ersten Weltkriegs. Also Deutschland befindet sich im Krieg und da wird die Obrigkeit und das Kaiserreich ist ja noch existent, gar nicht so positiv dargestellt. Also Lubitsch traut sich auch was politisch. Was glaubt ihr, woran das liegt? Beschäftigt sich keiner in dem Moment mit Film, dass er Narrenfreiheit hat oder hat er Ärger bekommen für sowas? Also wir können durch historische Dokumente oder Zeugenaussagen jetzt nicht belegen, dass er dann irgendwie Ärger bekommen hat, aber definitiv wurden 1917 bei der Uraufführung wohl Teile rausgeschnitten, die 1919 bei der Wiederaufführung wieder reinkamen. Waren bestimmt irgendwelche provokanten Stellen, die Ordnung des Kaiserreichs da so ein bisschen untergraben haben. Und vielleicht wurde auch deswegen dann 1917 die Werbung für den Film so ein bisschen runtergefahren von der Pago. Aber das war definitiv ein Star-Regisseur, der Namen bei den Kinogängern hatte und deswegen vielleicht auch so eine gewisse Narrenfreiheit, so Themen anzupacken. Wir wissen natürlich nicht, ob das, was wir gesehen haben, vielleicht die längere Wiederaufführungsfassung von 1919 war. Genau.
Ja, apropos rausschneiden, also stand mal zur Debatte diese Stellen mit den Wasserschäden, wo es, also glaube ich, im ersten Akt ist es am schlimmsten, die in irgendeiner Weise rauszunehmen, oder war das von vornherein klar für euch, das muss drin bleiben, Megumi? Wir haben uns kurz darüber diskutiert, aber diese Wasserschaden war erstens zu viel, also und das zu retuschieren war viel aufwendig, und zweitens ich und meine Chefin, Restauratorin, waren in der Meinung, dass diese Schäden auch und diese Alterungs auch zum Filmmaterial gehört, und also das ist so ein bisschen ambivalenter. Wir wollten gerne zum Beispiel so eine Abriss oder so einen Dreck weg retuschieren, aber diese Wasserschaden haben wir dann uns entschieden, dass wir gerne einfach so lassen, und das zeigt auch, dass das Material so lange nicht in idealen Zustand konserviert wurde. Und, ja. Woher stammt eigentlich die Kopie, das vielleicht noch? Das habt ihr vorhin nicht gesagt, es war eine Schenkung? Ja, also im Anfangstitel wurde kurz gesagt, dieser Film wurde, also dieser Material wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in Trümmern des Gebäudes rausgeholt, rausgezogen, und lag lange bei einer Frau. Es war private Besitz, und dann 2007 wurde dann ein Dief geschenkt, und wir wissen nicht genau, also das ist alles, was wir jetzt wissen. Insofern gucken Sie mal zu Hause, ob Sie noch irgendwo eine Filmkopie liegen haben. Wir können es jederzeit gebrauchen. Wir sagen euch ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Spiel, Jefferson Ulbricht, und diese wunderbare Restaurationsarbeit. Megumi Hayakawa, Tobias Schönruck, Jefferson Ulbricht. Danke euch, dass das Videli-Gefängnis wieder so bunt und lebendig zurückgekommen ist. Ja, und Ihnen noch viel Vergnügen. Wir haben noch einen letzten Monat Lubitsch, wie gesagt, und am 20. ist dann Meier aus Berlin dran, der ganz großartige Stummfilm aus dem Jahr 1919. Kommen Sie gut nach Hause und bis bald. Danke.